Und jetzt bist du an der Reihe. Werde Teil unserer großen Familie und bewirb dich noch heute. Krass. MSC Langhecke, der Motorsportclub des 230 Seelendorfes im Marktflecken Vilmar, hat mal wieder zu einem großen Spektakel geladen. Ja, also wir haben einmal 68 Oldtimer und Motorsportfahrzeuge, die hier ausgestellt sind. Es gibt ein Gewinnspiel, wo über den Tag VIP-Karten für einen Oldtimer Grand Prix verlost werden. Dann haben wir ein Rallye-Taxis oder 5 Rallye-Taxis. Dass solch ein kleines Dorf eine so große und beliebte Motorsportveranstaltung auf die Beine stellen kann, ist schon sehr beachtenswert. Alle 3 Jahre packen die Langhecker Einwohner tatkräftig mit an und sorgen für einen erfolgreichen und reibungslosen Ablauf. Die hat also eine Vorlaufzeit von ca. einem Jahr, weil das Fahrzeugefeld, was man ja sehen kann, ist ein Auto aus Barcelona, vom Opel-Museum, vom Nürburgring. Überall werden Fahrzeuge geholt und das ist natürlich sehr aufwendig, die zu bekommen und auch das alles zu organisieren. Dadurch wird es ein Highlight. Es kommen sehr, sehr viele Leute immer hierher. Wir hatten das letzte Mal bei der letzten 1500 Besucher in einem Ort, der 200 Einwohner hat. Ich glaube, das ist schon eine gute Leistung und das lässt sich auch heute schon wieder recht gut an. Gegründet wurde der Verein MSC Langhecke 1968 von 7 motorsportbegeisterten Männern. Es sind damals ein paar junge Leute gewesen, die gerne Rallyes gefahren sind und auf Autorennen gefahren sind. Und die haben vor 50 Jahren in dem kleinen Ort mit 7 Mann diesen Verein gegründet. Inzwischen hat der Verein 100 Mitglieder und wir sind im 51. Jahr. Damals organisierte man noch erfolgreich Orientierungsfahrten im Landkreis Limburg-Weilburg und Clubmitglieder nahmen regelmäßig an Rallye-Veranstaltungen teil. Nein, wir haben einzelne Mitglieder, die fahren noch Rennen, aber ich selbst fahre keine mehr. Wir fahren hier und da noch Orientierungsfahrten. Der normale Rallye-Sport ist inzwischen so teuer geworden, dass den Otto-Normalverbraucher sich kaum noch leisten können. Aber wir haben einzelne Mitglieder, die trotzdem fahren. 68 Fahrzeuge wurden bei strahlendem Sonnenschein in Langhecke präsentiert. Vom hochmodernen Rennwagen bis zu liebevoll restaurierten Oldtimern war für jeden Neugierigen etwas dabei. Natürlich durfte bei solch einer Veranstaltung das Benzin nicht fehlen. Hier gab es sogar eine ganz besondere Mischung zu kaufen, das Taunus-Benzin. Und das ist der Taunus-Benzin, wurde damals von der Fritz Scholler Söhne als Edition für diese Rennen sozusagen ins Leben gerufen. Ja, seit 1843, das ist ein Kräuterlikör. Es wird mit 43 unterschiedlichen Kräuter zusammengestellt, wird in Bad Homburg hergestellt. Auch dem Bürgermeister Matthias Ruppröder hat diese Veranstaltung sichtlich Spaß gemacht. Fahrt war gut? Hat Spaß gemacht. Ja, das ist die Hauptsache. Ja. Schauen wir uns auch manchmal so zur Arbeit, oder? Aber nicht ganz so. Nee, nicht ganz so. Besonders cool, wie er die Kurve genommen hat. Ich habe ein Video davon mitgemacht. Ja. Ja, weil er hinten die Handbremse gezogen hat. Schon um die Schuhe rum. Schon echt cool. Das glaube ich. Ja. Das macht schon Spaß. Ja. Aber sonst so. Schön, was ihr hier aufgebaut habt. Vor allem, da sind schon ein paar schöne Modelle dabei. Ja, hier, man muss mal da hinten, das sehe ich ja gerade, das ist das Auto. Ja. Das Highlight des Tages war natürlich das Rallye-Taxi. Jeder, der mutig genug war, durfte eine Runde als Beifahrer in einem Rallye-Fahrzeug mitfahren. Und ist heute schon einem schlecht geworden? Bis jetzt noch nicht. Erfahrene Rallye-Piloten heizten mit über 120 Stundenkilometer über einen abgesperrten Waldweg und präsentierten so ein wenig von ihrem außerordentlichen Können und der Leistung ihrer Fahrzeuge. 0 auf 100 in 4 Sekunden. Satte 340 PS werden hier auf die Straße gebracht. So, jetzt sind wir da. Oh.
normal Auto fahren, wenn man immer hier mit so einem Teil unterwegs ist? Ja, das kannst du ganz normal fahren. Es macht auch Spaß, ganz relaxed zu fahren. Aber du freust dich einfach von Wochenende zu Wochenende, dass man wieder richtig schnell und sicher Auto fahren kann. Also sicher dahingehend, dass auch wenn du hier mit einem Unfall hättest, dass dir nichts passiert. Ja. Das macht total Spaß. Ich mache das schon 38 Jahre, von daher, ich könnte jeden Tag fahren. Sie nehmen noch an Rennen teil? Ja, nächste Woche geht es schon wieder nach Grünberg, hier im Hessischen. Da sind die Rallye Days. Da ist eine große Veranstaltung. Und da geht's los. Haben wir Startnummer 20 und müssen dann Mitsubishis jagen. Geil! Richtig geil? Ja. Danke dir.